Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harrys neue Augen. Letztes Mal haben wir Edna gefunden und Garrett und die Oberin auch. Aber jetzt sind wir leider hier in dieser seltsamen Zelle eingesperrt und müssen irgendeinen Weg nach draußen finden. Wir wurden von Dr. Marcel eingesperrt. Und Garrett und Edna sind hier gefesselt, keine Ahnung, die Oberin wurde hypnotisiert, ist warum auch immer blau und strickt ganz viele Harvey-Puppen. Und ja, keine Ahnung, irgendwie müssen wir jetzt hier einen Weg nach draußen finden. Lily zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lily gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Leuchtidioten? Oh, nee. Harveys alte Augen. Waren das Augen? Ja, steht da doch, Harveys alte Augen. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Du sollst nicht lügen. Dr. Marcel. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Okay, aber ich glaube... Oh, warte. Kann ich? Lily kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Okay. Lily kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es allerdings fehl... Lily kam... Sie wusste, aber vielleicht reichte... Allerdings fehl... Okay, nein. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Lass sie lieber dich benutzen. Was? nein. Okay, das Verbot ist eigentlich aufgehoben. Eigentlich dürfte ich es benutzen. Oder ich brauche die Naht hier. Vielleicht kann ich sie mit der Nadel hier das wegnehmen. Das war bereits genäht. Nein? Okay. Warum habe ich hier immer noch dieses grüne Kissen? Irgendwas muss das doch gut sein. Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. Okay, ich muss einfach nur das kombinieren. Alles klar, und jetzt... Lily kam, sie wurde aber vielleicht sie macht. Oh, da kam was Neues. Okay, ich bin manchmal zu ungeduldig. So, habe Neset. Der erste Stich war getan. Jawohl. Und jetzt nehmen wir die alten Augen auf die Leuchtidioten. Lily zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das. Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ha! Ich bin wieder da! Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey. Bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los. Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Na los, Lily. Worauf wartest du? Nimm dir die Bude auseinander. Yippie! Alles klar? Ich bin wieder da! Harvey ist wieder da! Okay, was soll ich jetzt mit ihm machen? Hier. Konnte Lily der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Hey, Lily. Du auch hier. Cool. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen. Oh,
Schach, Schach, Schach. Okay. Das ist witzig. Den Orte-HW auswählen, den Scharf-HW auswählen, den Feuer-HW, Lügen-HW, Alkohol-HW, Berserker-HW, Hören-HW. Okay, oder Flucht. Hier fehlt jeweils eine. Okay. Ich vermute mal, die haben 15 Lebenspunkte. Ich weiß nicht, wie das... Es kann eigentlich kein richtiges Schach sein, weil dafür sind viel zu wenig Dinger da. Außerdem fehlt hier jemanden. Okay, also hier sind auf jeden Fall die Dämonen, die wir besiegt haben. Und, hier sind die Puppen-HW-Viecher, die wir gesehen haben. Immer, wenn wir was geschafft haben, aufzulösen. Okay. Weiß nicht. Ich schick mal den Orte-HW los. Angriff, komm. Lässt einen HW zuschlagen. Grenzposten schützt bis zu 3 HWs. Schussattacke Megadauerfeuer trifft bis zu 5 Gegner. Schussattacke mit doppeltem Schaden. Ich mach mal das hier. Wähle das erste Opfer. Wähle das zweite Opfer. Wähle das dritte Opfer. Wähle das vierte Opfer. Wähle das fünfte Opfer. Oh, das hat jetzt nicht sonderlich viel abgezogen. Was? Das Viech hat schon... Okay, es hat schon... Nahkampfangriff Laserschwert macht mehr Schaden. Binde schützt ihre Verbündeten. Ich glaube, ich muss auch mal schützen. Eieiei. Heilt ein HW. Prost! Heilen wir mal ihn hier. Ach, das bringt nichts. Das. Okay. Das muss beschützt bis zu 3 HWs. Propaganda lässt einen Gegner zweimal seine Mitstreiter angreifen und blockiert ihn. Schützt einen HW per Schallmauer. Lässt einen HW zuschlagen. Okay, ich setze nur auf Justitia ein. Was? Ach, ich kann... Ah, jetzt kann ich die wieder benutzen. Okay. Okay, okay. Okay. Rauschzustand lässt einen HW dreimal handeln. Okay. Ich nehme... Hier, Feuer. Feuer ist immer gut. Okay, wo ist Feuer? Hier ist Feuer. Heiz bis zu 5... Macht mehr Schaden. Feuerattacke auf 2 Gegner. Ich mach mal das hier und... Auf die zwei. Oh. Okay. Ich bin sowas echt nicht gut, ne? Okay. Hören HW. Nicht mehr auswählen. Okay, die sind raus. Die sind raus. Orte HW. Ist ein HW zu schlagen. Es sind alles noch drin. Du bist drin. Du bist drin und du bist drin. Hä? Ich hab doch... Ah, weil der höheren H. Okay. So langsam check ich's. Okay. Ich versuche mal den Genie zu erledigen. Ach, dieser blöde Schneemann. Die werden alle geheilt. Das ist nicht so geil. Hm.
So, ich mach mal das hier. Zack. Ah, perfekt. Der ist gleich tot. Bleibt der dann tot? Okay, das kann ich nicht einsetzen. Kann ich zweimal den gleichen? So blöde Schneemann. Ich glaube, ich muss den killen. Okay. Oh je, oh je, oh je. Irgendjemand hier schützt bis zu 3 HWs. Ich schütze dich und ich schütze dich und ich schütze dich. Die haben die wenigsten Leben. Okay. So, was kannst du? Megabrand. Rauschzern lässt ein HW dreimal handeln. Das könnte gut sein. Was? Ach so. Wähle einen Verbündeten. Ich glaube. Boah, wer. Kann ich. Okay, nein. Halt ein HW. Oh, das brauche ich hier. Für dich. So, das geschützt. Und jetzt dich und dich und dich. Boom. Okay, Genie ist tot. Supi, 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 supi. Genie ist tot. Okay, Lügen habe. Propaganda. Angriff auf den Schneemann. Den müssen wir jetzt nicht loswerden, weil der kann die beschützen. Aber Justitia kann heilen. Das ist auch nicht gut. Okay, wir machen jetzt einfach dich. So. Okay, supi. Also, wen konnte schützt bis zu 3 HWs. Okay. Dich schützen wir und dich. So. Wie heißt bis zu 5? So, dann lassen wir ihn heilen. Laserschwert auf Justitia. Natürlich. Ich glaube, wenn der Schneemann die beschützt, ist es eigentlich sinnlos anzugreifen. Dann muss ich gucken, dass ich die irgendwie geheilt oder so kriege. Bringt ein Gegner dazu, kurz für dich zu kämpfen. Es war ein bisschen Verschwendung, das an Justitia anzuwenden, weil die war ja schon dran. Okay. Dreimal handeln? Nee, wer konnte nochmal? Doch, hier. Grenzpartzuschuss bis zu 3 HWs. Mach ich dich. Und dich. Nee, okay, ich muss die so auswählen. Also, dich schützen. Nein, okay. Wähle ein Opfer. Dich. Keine Ahnung, was ich da gerade ausgewählt habe, ne? Das war gerade irgendwie seltsam. Okay, wir müssen Justitia down kriegen. Wir müssen Justitia. Motiviert eine HW nochmal zu handeln. Hier, Justitia muss sterben. Schneemann wehrt immer noch ab. Okay, das ist das. Und Spinne auch, das ist ätzend. Was ist das hier eigentlich? Das wird angezeigt. Okay, Schutz für Schutzattacken. Schutz für Feuer- und Hitzeattacken. Schutz vor Schussattacken und Feuerattacken.
Das heißt, eigentlich dürften dann normale Attacken, jawohl, die treffen. Okidoki. So. Man sollte vielleicht alles genau lesen. Angriff, Magie, Angriff. Wir müssen jetzt Justitia down kriegen. Die muss sterben. Die muss sterben. Angriff, bam. So, jetzt können die nicht mehr geheilt werden. Das ist schon mal sehr gut, das ist schon mal sehr gut. Keiner von meinen Harbys ist down. Ich kann auch mit niemandem mehr. Ich kann niemanden... Hallo? Was soll ich tun? Ich kann doch niemanden mehr einsetzen. Hä? Du bist am Zug. Ich kann niemanden mehr einsetzen. Hä? Hallo? Ich kann niemanden mehr einsetzen. Ich kann nicht. Und jetzt? Muss ich jetzt auf Flucht drücken? Was passiert? Krieg ich dann noch mal eine zweite Chance? Ich will nicht, dass es abgebrochen wird. Muss ich es nochmal machen? Aber ich kann hier halt niemanden mehr auswählen. Ich hoffe, ich weiß nicht, skippen will ich auch nicht, weil es macht Spaß. Ich kann halt niemanden mehr einsetzen. What the fuck? Ich kann. Ja, nix da. Du bist am Zug, wähle eine Harvey-Figur. Alter, nie, keiner kann mehr kämpfen. Wie erwartet. Ich mach mal Flug. Du kannst mich in meiner eigenen Trance nicht besiegen. So, jetzt hoffe ich, dass ich nochmal von vorne starten kann, weil... Das war unfair. Lily hätte den Kampf doch gewonnen. Wie sollte sie die Blockaden der Oberin jemals brechen, wenn sich dieser Schiedsrichter andauernd einmischte? Hä? Hat er das? Okay, nein, er hat sich nicht eingemischt, aber ich konnte nicht mehr kämpfen. Okay, alles nochmal von vorne. Aber jetzt wissen wir, Justitia kann heilen. Das heißt, Justitia müssen wir erstmal down kriegen. Okay. Hier, erstmal setzen wir das Laserschwert auf Justitia ein, bevor irgendjemanden schützen kann. So. Dann. Was kostet? Mit doppeltem Schaden. So. Perm. Geschehschneemann schützt seine Verbündeten. Feuer- und Hitzeattacken. Okay. Das heißt, wir dürfen keine Feuer- oder Hitzeattacken. Hat noch irgendjemand doppelten Schaden? Dumm. Megafeuer, dreimal handeln. Okay, dann kämpfen wir halt normal. So, aber Hauptsache Justitia geht down und kann nicht mehr heilen. Das ist jetzt die Hauptsache. So, aua, aua. So, Angriff und zack, Justitia ist down. Jetzt weiß ich wenigstens ungefähr auch, wie das abläuft. Bin da ein bisschen jetzt eingegroovt. Und kann jetzt besser handeln. Okay. Mal auf den Menü ein. Okay, also was hat das jetzt gebracht? Nichts. Oh, wow, wow, dem Alkohol-HW geht's nicht gut. Dem Alkohol-HW geht's nicht gut. Dann heilt der sich mal selber. Ich hätte vielleicht noch erst schützen sollen. Naja, egal. Okay, dann... Ach, warte, vor Feuer- und Hitzeattacken sind wir geschützt. Aber nicht Laserschwert. Dann machen wir mal... Das ist ein Schema oder die Spinne. Machen wir die Spinne. Ach, das zählt auch dazu? Okay, das wusste ich nicht. Okay, egal. Rauschzustand lässt ein HW dreimal handeln. Das bringt uns relativ wenig. Weil... Ja.
Okay, wir beschützen mal welche. Und zwar den Feuerhabe, den Orthabe und den Alkabe. So, die hatten bis jetzt am wenigsten Leben. So, dann greifen wir mal an die Spinne. So, okay. Okay, okay. Ich glaube, als nächstes gehen wir auf die Spinne. Der Genie hat aber auch ein bisschen wenig Schaden. Wir können allerdings... Warte, wer... Ah, ich kann das mir nicht mehr angucken. Okay. Irgendjemand konnte auf jeden Fall das Mitstreiter mal kurz wirklich für uns kämpfen. Aber ich weiß nicht mehr, wer... Das war's, sonst hätte ich ihn vielleicht motivieren können, dreimal zu handeln. Okay, Wenn es dann zweimal seine Mitstreiter angreifen und blockiert ihn. Okay, setzen wir einfach mal das ein auf die Spinne. Sehr schön, sehr schön. Okay, wir dürfen jetzt auch wieder mit hitzigen Attacken angreifen. Das heißt, Laserschwert auf die Spinne. Jawohl. Okay. Guti gut. Das läuft jetzt doch schon mal ein bisschen besser. So. Megafeuer. Gegenposten schützt. Irgendjemand konnte doch Rauschzustand bis zu 5 Gegnern. Kann niemand mehr irgendwie doppelt angreifen? Heilt. 5 Gegner. Megafeuer, Schutz bis zu 300. Ah, hier. Zack, auf die Spinne. Und jetzt hat die noch ein Leben. So, Angriff auf die Spinne. Zack, Spinne tot. Sehr geil, sehr geil. Alles klar, es läuft doch wie am Schnürchen. So, jetzt beschützen wir mal wieder Harveys. Einmal den Sauf-Harvey, den wütenden Harvey und den Orte-Harvey. So. Der Schneemann schützt. Okay, ich glaube, als nächstes muss der Schneemann daran glauben, weil er kann auch meine Sachen blockieren. Das ist auch nicht gerade geil. Aber bevor wir das machen, heilen wir erstmal den Alki. Okay, perfekt. So, der ist jetzt geheilt und beschützt. Das ist gut. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Okay, Kombi. Okay, setzen wir wieder das hier ein. Auf den hier. Auf den NPC. Nein? Okay. Gut, okay. Der Genie hat am wenigsten Leben. Aber ich glaube, aber der Schneemann muss... Das hat jetzt nicht so funktioniert. Okay. Machen wir mal einen normalen Angriff gegen den Schneemann. So. Oh, wow, wow. Dem Feuerhabe geht's nicht so geil. Laserschwert kann ich nicht einsetzen. Hier, Maggie gegen den Schneemann. Zack. Sehr geil, sehr geil. Okay. Beschützen, beschützen, beschützen. Beschützen müssen wir auf jeden Fall dem Feuerhabe. Dann dem hier und den hier. So, jetzt werden die beschützt. Der Schneemann schützt auch seine Verbündeten. Das ist nicht so geil. Dann Alki. Heil bitte mal Feuerhabe. Supi, supi, supi. Feuerhabe. Nahkampf. Doppelter Schaden. Oh nein, es war das Laserschwert. Ich dachte, es wäre das andere. Oh, Kacke. Oh nein. Okay. Setzen wir das hier mal auf den Drachen ein. Hat es jetzt irgendwas gebracht? Ich weiß es nicht. Okay, wer war denn das mit dem Nahkampfschaden? Ich mache hier einfach den Alt, dann... Okay, das hat sich jetzt erledigt. Alles klar, verschwendet runter. Ich setze es nicht mehr ein. So. Alles klar. Dann machen wir wieder wie gekonnt. Wir
Schützen wieder Harveys. Und zwar dich. Dich und... Und dich. So, ich nehme einen Schütz. Das ist nicht so geil. Okay, Attack auf zwei Gegner. Die kann ich nicht einsetzen. Nahkampf, Laserschwert. Mit dem kann ich eigentlich nur normal angreifen. Ne, warte, dann wähle ich jemanden anderen aus. Kann ich den... Ja. Gut. Ist ein HW-Zuschlag. Kombi. Diese könnte ich doch eigentlich wieder einsetzen. So. Ah, nein, kann ich nicht, kann ich nicht. Okay, okay, kann ich nicht. Der ist ge... Okay, okay, okay. Wer war denn das mit... Ah, bringt ein Gegner dazu, kurz für dich zu kämpfen. Ich versuche mal das auf... den Genie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, 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 okay. So, Nahkampfattacke mit doppeltem Schaden auf den Schneemann, bitte. Danke. So, und jetzt setzen wir mit irgendjemandem, ist ja egal, einen normalen Angriff ein. Und Schneemann ist tot. Ha, schon drei sind tot, schon drei sind tot. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Und keiner von meinen ist tot. Das ist doch schon mal etwas. Okay, aber Pinocchio Harvey geht's echt nicht gut. Der hat nur noch zwei Lebenspunkte. Ich glaube, der wird jetzt als nächstes sterben. Obwohl, von denen darf, glaube ich, niemand mehr angreifen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, überlebt Pinocchio. Aber Alki Harvey muss dann, glaube ich, als nächstes dran kommen. Außer wir schützen ihn. Außer wir schützen ihn. Das ist jetzt die Frage. Einer, entweder wird einer gleich sterben oder... Okay, ich greife mal an. So. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt beschützen wir den erstmal wieder. Jetzt beschützen wir Alki und Pinocchio und ich weiß es nicht, sich selber. Okay, okay, okay. Jetzt Alki, Alki, Alki. Alki, Alki, bitte heil Pinocchio. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie gehofft. Okay, okay, jetzt auf den Genie, los, hopp. Sehr schön. So, das hier auf Genie. Ja, das hat jetzt aber nicht so viel Schaden gemacht. Ich glaube, weil Feuer schon kaputt war. Niemand von denen darf mehr angreifen. Okay, dann ist die Attacke ziemlich nutzlos. Ja, dann setze ich eigentlich einfach das kurz ein. Und das hier. So, sehr gut, sehr gut. Von denen sind jetzt nur noch drei am Leben. Das gefällt mir, Leute. Das ist doch schon mal sehr gut hier. Es läuft auf jeden Fall besser als in der ersten Runde, glaube ich. Die erste Runde mussten wir gezwungenermaßen aufgeben. Okay, wir schützen wieder. Wir schützen Alki. Wir schützen Pinocchio. Wir schützen Feuer. Wer werden die jetzt beschützt? Okay, keine Ahnung. Wir setzen das hier ein gegen den Wendigo. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh nein, Alki ist tot. Alki ist tot. Das, aber egal. Es ist unser erster HW, der krepieren musste, der daran glauben musste. Irgendjemand lässt doch noch einen Gegner für uns töten. Megakranzposten, Schuss mit doppeltem Schaden. Laserschwert, Nahkampf. Okay, nein. Dann setzen wir das gegen den Drachen ein. Oh, der Drache ist bald tot. Super, 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 super. So, konntest du noch mal? Nein, ne?
Bam. Okay, der Drache ist gleich tot. Der Drache ist gleich tot. Wir töten ihn jetzt erstmal. Okay. Okay, ich hatte gehofft, ich kann zwei. Okay. Jäger HW ist tot. Jäger ist tot. Der Jäger lebt nicht mehr. Setzen wir das Laserschwert mal ein. Zack, gegen den NPC. Okay. Aber, es ist noch nichts verloren. Es ist noch nicht verloren. Alles noch im grünen Bereich. Okay, die Attacke ist jetzt ziemlich nutzlos, weil keiner mehr von denen angreifen darf. Ich weiß nicht, ob die dann aus der Reserve gelockt werden. Aber ich riskiere lieber nichts. So, daher kann ich mir lieber normal. Der überlegt zwar jetzt mit einem LP, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, wir dürfen mit ihm hier ja noch angreifen. So, und er ist tot. So, jetzt lebt nur noch der Wendigo mit 11 Lebenspunkten. Das ist doch gut. Und ich darf hier noch angreifen. Das ist doch schön. Achso, die neue Runde hat gestartet. Ich bin dumm. Okay. So, Angriff auf den Wendigo. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das zu 1.000.000%. Jetzt setzen wir das hier ein. Normalen Angriff. Zack. Und. Wir haben gewonnen. Du hast gewonnen. Yippie. Rundschlag freigeschaltet. Schachmatt. Verfluchter Hase. Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will. Na klar, Randall. Aber wir brauchen Regeln. Sonst. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lilly einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly, wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Nicht? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Hasenstark! Jawohl, das war die Schlacht. Ey, wir haben sie gewonnen, die epische Schlacht. Ja, aber das Messer von ihr werden wir erst im nächsten Part uns zunutze machen. Das hier war's nämlich jetzt erstmal mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye, bye.